So, jetzt mache ich weiter mit einem zweiten Part dieses Let's Plays von diesem dritten Customize. Und so hatte ich hier dieses 40-Abo-Special-Banner, diesen Banner dahin gemacht. Und da ist der erste Akazienbaum schon wieder gewachsen. Ernst dich mal ab. Da komme ich nicht ran, Moment. Halt den nochmal ab. Kommen wir nicht hoch. Also hochbauen. Ah, jetzt geht mein Hunger schon wieder zu Neige, aber ich habe immer noch keine Nahrung zur Verfügung. Vielleicht muss ich noch ein Knochenmehl ummachen. Wächst dieses Zeug schneller. Ich brauche noch Wasser. Habe ich noch Erde? Nein, habe ich leider nicht. Ich nehme das Akazienholz nämlich mit, wenn ich hier diese Schallplatten, die brauche ich auch nicht. Aber ich sollte jetzt langsam mal. Da sieht man Diamanterz. Aber ich muss ja irgendwie mal eine dauerhafte, schnellere Nahrungsanschaffung holen. Holz geht nicht, weil das Holz. Ah! Fall ich direkt in die Lava rein. Kann ich mit sprinten hier. Löschen kann ich mich auch nicht. Und tot. Alles weg hier. Ja, man kann sich hier nicht löschen. In der Lava. Brennt schon wieder ab. Und wieder tot. Und das ist immer ein bisschen blöd, wenn man das. Nicht irgendwie so ein Lag, wenn ich da reingekommen. Und wieder reißt nicht. Diesmal reißt allerdings. Also ist der Großteil meiner Sachen einfach in der Lava verbrannt. Weil ich konnte mich nicht mehr schnell genug, bevor es verbrennen fertig war, retten. Weil ich einfach meinen Hunger noch nicht auffüllen kann. Weil es einfach viel zu lange wächst, viel zu lange dauert es zu wachsen. Muss ich jetzt wieder sprinten. Da ist das mit den 40 Abos. Die meisten Sachen sind einfach verbrannt. Wir dürfen noch ein bisschen was liegen. Sonst vergeht mich der Versuch, das jetzt alles zu retten. Da liegen noch Experience-Punkte. Da liegen noch ein paar Rüstungsteile. Weizen liegt ja auch noch. Und die kann ich die Rüstung wieder anziehen. Und vier Erdblöcke reichen nicht aus. Ich hätte natürlich die Erde mitgenommen und dann ist sie natürlich gerade dann verbrannt, weil mein Hunger auch ausging und ich konnte mich auch nicht löschen, weil ich noch kein Wasser gesehen habe in dem Let's Play. Akazien-Setzling hier hinsetzen. Das dauert auch viel zu lange, das wächst, bis es gewachsen ist. Was muss ich jetzt hier machen? Ich muss hier nicht Diamantspitzhacke und eine Diamantschaufel zu machen. Ja, wo habe ich denn Holz? Oh ja, noch ein bisschen Holz. Habe ich natürlich keins. Muss ich das Fernseher abmachen. Weil ich nämlich Sticks brauche und dafür brauche ich natürlich Holz. 8 Sticks.
6 reicht erstmal, dann kann ich mal wieder nötige Ausrüstung machen. Spitze. Die Diamanten sind rausgegangen. Ich dachte, ich hätte 8 Diamanten mitgenommen, aber wenn die Diamanten nicht mitgenommen haben, nicht gereicht. Das ist schon wieder, geht schon wieder der Hunger weg. Ich kann es einfach noch nicht auffüllen, weil ich einfach noch nicht genug Nahrung finde. Spitzhacke und eine Schaufel. Also ein Diamant bauen. Das ist ein Diamant weg. Holen wir nicht hoch. Muss ich nervige hochbauen. Und jetzt mal wieder Holz. Eins habe ich jetzt nicht genug Erde. Also ich muss mir jetzt ein bisschen Erde beschaffen hier. Viel brauche ich nicht. Aber ich muss mir irgendwie mal was machen, womit ich die Hungerleiste immer wieder auffüllen kann. Und Wolle habe ich ja auch noch keine gefunden. Wenn ich das eigentlich, sag ich mal, blöd leck, ist es passiert, dass ich dann plötzlich reingefallen bin in die Lava und ich konnte mich nicht löschen, da ich kein Wasser, kein gar nichts hatte. Und die Rüstung hatte auch nichts gebracht, also ich hätte trotzdem vollen Schaden bekommen. Muss ich da irgendwie da auf das Land kommen. So. Bis 15 gehe ich noch runter. Bin nämlich relativ nah daran. Brauche eigentlich noch mehr Erde. Oder mehr Blöcke irgendwie zum Bauen. Zwei, einer und weg. Aber ich habe keine weiteren Blöcke, also wieder zurück. Ich bin blöd, dass ich jetzt wieder zurücklaufen muss, weil die Erde, die ich hatte, abgegraben hat, hat nicht gereicht. Jetzt muss ich mir auch ein bisschen mehr Cobblestone holen. Ach, das war am ersten Tag, als ich da die Nacht war, da bin ich nämlich hier auf diese Insel gekommen. Ein riesiger Lava-Ozean. Schon wieder zwei Sätze herum. Drei sogar. Man sollte jetzt ein bisschen mehr Baumaterial mitnehmen. So, ein bisschen mehr Baumaterial. Letztendlich auch loswerden. Da oben drauf ist sogar Schnee. ...50 Eisenerz habe ich jetzt noch mitgenommen. Sollte ich eigentlich nicht nochmal in die Lava fallen. Das wäre ein bisschen blöd. Ich hätte eigentlich so viel Erde abgegraben und auf einmal dann natürlich in der Lava gestorben, alles weg. Ich kann auch nichts dafür, wenn ich... Ich habe irgendwie ständig eine Warnung hier, weil bei meinem Aufnahmeprogramm das hohe CPU-Auslastung, aber da kann ich, weiß ich gar nicht, wie ich da was gegen vorgehen kann. Gegen diese hohe CPU-Auslastung habe ich immer wieder diese Warnung angezeigt. Dann könnt ihr mir Tipps schreiben, wie ich sie wegbekomme. Und leckt das auch immer ständig. Jetzt bin ich hier angekommen, habe hier Diamanterz, Eisenerz. Lava-Geräusch hier.
mich in den Berg hochbauen. Nur das Eisen nach oben. Eisenerz. Geht immer noch höher. Ich muss irgendwie hochkommen. Ein bisschen dunkel für euch auch wahrscheinlich, aber ich versuche so schnell wie möglich rauszukommen. Da bin ich schon wieder oben. Das war nützliches Fett. Oh, hier ist Festland. Ist ja auch nur Wasser hier, nicht schade. Hier ist aber kein Festland. Also nur Inseln. Von Inseln zu Inseln Brücken bauen. Wer jetzt muss hier. In der Insel kommt man allerdings wieder da rüber zu der. Aber ich muss hier vielleicht nach Wasserseen Ausschau halten. Also Seen aus Wasser. Hier ist nur Eisen und Diamant. Hier sieht man alles. Alles besteht ja aus Eisen und Diamant. Aber ich suche hier natürlich Wasser. Da ist Wasser. Dann kann ich schon mal ein bisschen Wasser holen. Juhu, ich habe ein bisschen Wasser gefunden. Dieser Insel hier. Das ist die Eisenerz und Diamanterz. Alles voll aus Eisen und Diamant und da als Wasser. Ich muss natürlich erstmal ein Crafting Table brauchen, damit ich mir einen Ofen herstellen kann. Ein Ofen, wir müssen ja noch einen zweiten Ofen hinstellen. Und Brennmaterial ist diesmal das Holz. So, das Eisenerz müssen verbrennen. Das will nicht komplett. Und dann kann ich hier dieses Wasser holen. Ich hab's so weg, dass ich hier. Ah, es ist was offen. Drei Eisenbahnen, dann kann ich einen Eimer herstellen. Ah, jetzt hat er den natürlich nicht gecraftet. Eimer, den jetzt mit Wasser füllen. Wir müssen dann noch warten, bis das hier abgebrannt ist. Noch einen Eimer herstellen und den auch mit Wasser. Den auch mit Wasser füllen. Während der Rest brennt halt, könnte ich nochmal. Könnte nochmal ein bisschen mehr davon brennen. Während der Rest brennt halt, könnte ich hier noch ein bisschen Diamant abbauen hier. Bauen wir mal ein paar Diamanten ab. Die Diamanten, die ich hier oben sehe, als oberstes Stockwerk. Oh, hier ist hier Diamant. Ich glaube, mehr brauche ich gar nicht. Ah, den schafft er noch. Den auch noch. Das restliche Holz brennt noch ab. Und aus. Da sind jetzt Monster gespawnt, das ist nicht gut für mich. Da Monster sind. Ist nicht gut, dass die Monster da sind. Ein Skelett muss ich jetzt schon auf den Weg gehen. Noch ein Skelett. Noch eins.
Und weiter. Weg durch Bahn. Ich muss auch wieder zu meiner Unterkunft. Ja, ist da hinten. Hier kann natürlich niemals was bauen, weil hier ja Lichtlevel 15. Weil die Erde hier, die verbrennt nicht in der Lava. Deswegen kommt man jetzt hier alles problemlos auf Erde bauen, weil sonst wenn die Erde in Lava verbrennen würde, dann würde nämlich die Lava sich immer mehr ausbreiten. Würde das langsam verschlangen nehmen. Aber ich hätte mal als Idee, dass man da ein Befehl einfügt. Alle Blöcke der jeweiligen ID werden entflammbar. Dass man dadurch alles an Eisen oder an Stein wegbrennen lassen kann. Noch eine letzte Länge. Wo ist denn jetzt die Mitte? Also hier müssen wir testen. 1, 2, 3, 4, das heißt 4. Hier sind sie auch 4. Dann erstmal hier das Wasser wegnehmen. Ich muss erstmal unendlich Brunnen machen. Wasserbrunnen herstellen. 2x2 freigraben und der erste Baum ist gewachsen. Wo ist denn jetzt die 2x2? Das ist hier 4. 1, 2, 3, 4, 5, 4 hin. Da muss das Wasser haben. Savanne. So eine kleine, winzige Savanne. Eine Hacke habe ich auch keine. Eine Hacke muss ich auch jetzt eine, scheint wieder eine craften. Dann crafte ich mir jetzt meine weitere Hacke. Und dann weitere Sticks machen und eine weitere Hacke herstellen. Weil die nämlich beim ersten Tod weggekommen ist. Hacke. Das ist diese Fläche hier. Jetzt wird ja eine 4x4 Fläche. Eine 4x4 Fläche kann das also bewässern. Das heißt, 80 Blöcke sind ja normalerweise 9x9. Ja, bis hier würde ich ja. Das ist jetzt ja alles im Eins verschieben hier. Also jetzt habe ich natürlich der Inventar ist. Das Inventar ist noch voller Müll. Da hier, die Erde rausreißen, um Erde wieder rein zu platzieren. Inventar ist voll. Ich muss jetzt meine Truhe wegpacken.
unnützliche Materialien, die ich jetzt gerade nicht brauche, wegpacken. Also zwei Crafting Tables. Zwei Stück habe ich davon jetzt. Dürfen wir jetzt auch welche haben? Drei Stück sogar schon. Die Pulver brauche ich nicht. Dann schon muss ich mir ein bisschen Holzkohle machen. Leute, machen wir ein bisschen mehr Holzkohle. Holz den Wald hier wieder ab. Holz müssen abbauen hier. Ja, ein Hochbauen. Links schon von den Sätzen herum. Das ist der letzte Baum hier, damit noch steht. Da ist noch Holz. Ich muss erstmal wieder ein bisschen was in den Ofen schmeißen hier. So, also jetzt mal diese 26 abbrennen, dann das Holz will ich das Haus hier nicht bauen, weil hier so viel Lava ist. Dann noch hier ein nochmal erweitert werden hier. Das hier ist nämlich nur zwei, das heißt hier kann ich noch zwei weitere Felder dran machen. So ist es nämlich jetzt 8x8. Das 9x9 Feld minus das eine in der Mitte. Hier geht es in meiner Mine runter. Habe ich schon wieder verletzt. Der Hunger geht schon wieder weg. Golderd abbauen hier. Aber warum macht man das nicht so bei Glück, dass da bei jedem Block irgendwie mehrere rauskommen können? Das ganze Erz alles abbauen hier. Ich kann natürlich auch sagen, ob ich das erste Customized Let's Play weiterführen soll. Wenn sind da ja 20 Grad und ich muss dann wegen kaputter Weltgenerierung, werde ich dann sozusagen eine Art Neuanfang da machen müssen.
Und die soll dann sagen, ob dieses Haus aus Gold, Eisen, Diamant oder Kohle oder Redstone oder Lapislazuli-Blöcken bauen soll. Oder ob ich das überhaupt leichter machen soll oder das andere customize mit den ganz vielen Diamanten. Solche Let's Plays sehe ich auch gar nicht auf YouTube. Also, da bin ich zumindest einzigartig. Zumindest glaube ich das. Ich weiß es zwar nicht in echt, aber ich glaube, ich bin da wirklich der Einzige, der sowas macht, mit ganz viele Erze zu spielen. Und das wächst jetzt mit. Da ist jetzt ein doppelter Baum gewachsen, den ich abholzen kann. Ganz viel Blätterwerk hier. Ah, oh, sieht man auch ein faktisches Back of Phoenix übrigens. Das Rissstruktur, die bleibt erhalten. Jetzt ist die weggegangen. Oder war das nur ein Bug? Und wiederum nur einen halben Hungerpunkt. Weil das einfach zu langsam wächst, das Zeug da. So holt sich hier alle Akazien ab hier. Liegen auch schon wieder Setzlinge rum. Jetzt ein Stück schon wieder. Gold und Eisen habe ich so viel. 16 Akazienholz schon wieder gesammelt. Der Ofen ist noch am Arbeiten. Der erstellt immer noch diese Holzkohle. Und ich hoffe mal, dass der Fall euch gefallen hat. Dann gibt dafür